Ich zeige Ihnen jetzt, wie man eine Datei verlinkt. Hier ist ein Text vorbereitet. Klicken Sie hier, um das PDF herunterzuladen. Und diesen Text möchten wir mit einer PDF-Datei verlinken. Und das geht so. Wir gehen in den Änderungsmodus. Wir wählen den Text, der verlinkt werden soll. Ich empfehle, längere Texte zu verlinken und nicht nur einzelne Worte zu verlinken. Wir wählen diesen gesamten Text, um ihn zu verlinken. Jetzt gehen wir in den Dateimanager. Also wir wählen nicht die Link-Funktion. Wir gehen jetzt in den Dateimanager. Der Dateimanager öffnet sich. Wir haben hier die entsprechenden Verzeichnisse. Ich habe hier ein Verzeichnis mit PDF-Dateien. Und ich kann jetzt über Upload eine neue Datei auf gewohnte Weise wieder hochladen. Ich gehe hier auf Upload. Die Beispieldatei 4 PDF wurde hochgeladen. Ich mache einen Doppelklick auf diese Datei und sehe unten links ein Anwenden. Und schon ist diese PDF-Datei mit diesem Link verbunden. Ich gehe auf Speichern und zurück. Und hier haben wir den Link auf das PDF.